Also wir haben, glaube ich, ein sehr offenes Gespräch mit den Insolvenzverwalter, also mit der Geschäftsleitung geführt, auch über die Möglichkeiten, die jetzt hier bestehen. Es ist keine Frage, dass die Situation schwierig ist und auch nach wie vor überhaupt nicht ausgeschlossen werden kann, dass bis Ende August wir nicht zu einer allseits befriedigenden Lösung kommen werden. Das ist, glaube ich, sehr klar, dass bisherige Versuche, einen Gesamtinvestor für das Unternehmen zu finden, nicht erfolgreich waren, das auch zu den Liquiditätsengpässen geführt hat, die wir jetzt hier haben. Und es gibt aber nach wie vor ein Stück Hoffnung dabei. Es gibt auch ein Stück Hoffnung für Teilunternehmen, für Teile des Unternehmens. Und wir haben da ganz offen drüber geredet, was jetzt in den nächsten Wochen passieren muss, was gut ist. Und ich glaube, was auch in unserem Interesse ist, ist, dass der August als Monat erstmal gesichert ist und dass wir in diesem Monat August aber dann eben auch in alle Richtungen wechselseitig überlegen müssen und uns auch unterstützen müssen, dafür zu sorgen, dass jedenfalls für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für den schlimmsten Fall ein geordnetes Weitermachen in irgendeiner Form gesichert wird. Es gibt nach wie vor einen Investor oder es gibt Investorenmöglichkeiten, auch die auf das Ganze bieten. Auch das wird nicht frei von Restrukturierungsmaßnahmen dann sein. Das heißt, das muss man ganz realistisch sehen. Hier ist bei Senvion ein gutes Stück Personalabbau vor uns liegend. Wie, in welchem Maße der stattfinden muss, das ist völlig offen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und uns liegt eben daran, dass das in einem geordneten Verfahren stattfindet. Das ist schon gesetzt. Also, dass man sagt, man muss, das ist schon gesetzt. Also, dass man sagt,